Ja, also vielen Dank und willkommen zum dritten und letzten Panel für den Tag. Vielleicht noch ganz kurz zum Netzwerk Flüchtlingsforschung, was ein Zusammenschluss ist von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier in Deutschland, die zu Vertreibung, Zwangsmigration und Flüchtlingsschutz forschen. Wir freuen uns sehr, dass wir zwei Mitveranstalter sein können, dieser Fachtagung heute, die auch schon sehr spannend war und jetzt auch noch spannend weiter sein wird. Vielleicht sozusagen auch gezeigt hat, dass sicherlich sozusagen für die Flüchtlingsforschung hier noch Raum und auch Wichtigkeit, Relevanz da ist. Sicherlich viele Fragen, die aufkommen, wo sicherlich weitere Studien auch schon nötig sein müssen. Aber jetzt schauen wir erstmal auf die Türkei, EU und den Nahen Osten als eine Region, die sozusagen gerade natürlich sehr aktuell ist, sehr diskutiert wird und wo gerade auch sehr viel passiert in Bezug auf EU-Flüchtlingspolitik. Und genau das soll jetzt auch Thema sein. Ich komme jetzt zu den Leuten, warum wir hier sind. Wir haben jetzt vier sehr ausgewiesene Experten zu dem Thema, die sich in der Region und in diesem Bereich sehr gut auskennen und sich seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigen. Ich werde sie nur ganz kurz vorstellen. Wenn Sie mehr Informationen wollen, dazu gibt es ja extra eine Beilage. Aber auf meiner ganz rechten haben wir Dr. Steffen Angenent, der die Forschungsgruppe Globale Fragen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik leitet. Ich werde gleich nochmal ein paar mehr Worte zu den Personen jeweils sagen. Dann neben mir zu meiner Rechten Oktay Dogukan, der Direktor von Refugee Rights in der Türkei, in Istanbul. Zu meiner Linken Karl Kopp, Europareferent bei ProAsyl und im Vorstand von ECRE. Und zu meiner ganz Linken Willem Hensen, der die Nothilfe koordiniert für Medico International in verschiedenen Ländern im Nahen Osten, unter anderem im Libanon. Und dazu wollen wir jetzt als erstes kommen. Wir machen erstmal eine Runde zu einer Bestandsaufnahme, worum es hier eigentlich geht. Der Libanon ist natürlich sozusagen ein Land, was jetzt vielleicht in letzter Zeit ein bisschen aus den Nachrichten gekommen ist, angesichts dessen, was gerade mit der Türkei verhandelt wird. Aber Libanon ist, wie wir immer wieder auch hören, das Land an der Bevölkerungszahl gemessen, was weltweit die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, vor allem natürlich aus Syrien. Aber was das eigentlich bedeutet für das Land, das heißt, man muss sozusagen, wenn die Libanon so viele aufnehmen kann, dann können wir das ja auch. Was heißt das eigentlich vor Ort? Was bedeutet das für die Flüchtlinge und die Situation dort? Vielleicht kannst du uns das ein bisschen erläutern und ein bisschen erklären, wie es dort gerade aussieht. Gut, ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ich freue mich nochmal, dass ich mal ein bisschen über den Libanon reden darf. Weil, wie ja schon in der Ankündigung gesagt worden ist, ist der Libanon so ein bisschen vergessen. Ich würde gerne mal ein bisschen zum Hintergrund sagen, warum Medico, wie wir zum Libanon gekommen sind. Also Medico International arbeitet schon seit 30 Jahren oder seit 30 Jahren präsent im Libanon. Das war nicht alles ich, also das war weit vor meiner Zeit. Aber wichtig ist, ich war das erste Mal Ende 2012 im Libanon. Und zwar über den Zugang des arabischen Frühlings und den demokratischen Veränderungen in Syrien. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir damals gedacht haben, es sind noch 48 Stunden, dann ist das syrische Regime am Ende und die Revolution hat gewonnen. Und jetzt haben wir 2016 und jetzt haben wir im Anfang April wieder neue freie Wahlen in Syrien unter Assad. Also es ist alles ein bisschen anders gelaufen, wie wir uns das damals vorgestellt haben. Das ist aber wichtig, um zu verstehen die Situation der Flüchtlinge im Libanon, weil viele von damals sind kurzfristig rübergekommen. Und das ist sozusagen zu verstehen, dass die Menschen, glaube ich, in den ersten Schüben nicht gedacht haben, dass sie ihr Leben im Libanon verbringen sollen oder sich auf eine Weiterreise nach Europa vorbereiten müssen. Man muss es so sehen, dass so wie auch schon die Vorrednerinnen gesagt haben, es eine Tradition gibt, dass Syrer in den Libanon gekommen sind. Das ist das libanesisch-syrische Grenzgebiet, das ist die BK-Ebene, wo traditionell Erntehelfer hingekommen sind, wo Bauhelfer hingekommen sind. Und sie haben damals als erstes ihre Familie nachgeholt. Und so sah man dann, wenn man durch die BK-Ebene gereist ist, keine Flüchtlingslager, wie man jetzt Bilder kennt aus Jordanien oder vielleicht aus der Türkei, die den Eindruck haben, Jordanien, Sattari ist sehr bekannt, dass diese sehr gut organisiert sind, dass sie von der UN koordiniert sind, sondern die libanesische Regierung hat erst sehr, sehr spät angefangen, sich in die Koordinierung der Flüchtlingshilfe einzumischen oder sich zu engagieren. Und wenn man schaut, dass sozusagen bis heute gibt es im Libanon keine
Flüchtlingslager, die sozusagen anerkannt sind und von UNHCR gemanagt sind. Also die Menschen in der BK-Ebene leben so, wie ich es 2012 gesehen habe, in improvisierten Hütten. Viele damals waren erbaut worden mit den Werbereklamen der großen Coca-Cola, Nokia, man kennt sie alles. Also es war so ein Potpourri aus großen Brands der Welt. Und das ist auch sozusagen eines der Probleme, die wir halt gesehen haben, dass diese Sache der einerseits sozusagen es keine koordinierte Hilfe gab im Libanon, aber andererseits viele Räume geschaffen worden sind für Flüchtlinge, die in den Libanon kommen konnten. Dieser Prozess ging ungefähr bis die erste Million erreicht war. Ich würde sagen, im Libanon war das sozusagen, wo die Stimmung so umgestiegen ist, wo gesagt worden ist, der Libanon hat jetzt 1 Million Flüchtlinge. Eigentlich alle Publikationen über den Libanon fangen mit 2 Sätzen an. Der Libanon hat 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, 1,1 bis 1,5 je nach Quelle, und ist damit das Land, was pro Kopf am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Das sind die beiden Sätze, die man so zum Libanon hört, die aber wenig erklären. Der Libanon hat dann Ende 2014 angefangen, wie ich gesagt habe, es gibt eine Tradition von Syrern im Libanon, und 2014 hat der Libanon aber angefangen, seinen Ansatz zu ändern. Sie haben sozusagen die Einwanderungsgesetze geändert, sie haben die Grenzen geschlossen. Man muss dazu sagen, für syrische Palästinenser waren die Grenzen schon viel früher geschlossen. Also denen ging es nochmal in der Gruppe der Flüchtlinge schlechter. Und so wie es jetzt aussieht, diese Gesetze, die Anfang 2015 in Kraft getreten sind, sorgen dafür, dass 85% aller syrischen Flüchtlinge in die Illegalität abwandern. Und das geht einher damit, dass sie weniger Zugang haben zum Arbeitsmarkt, weil sie nicht mobil sind. Das geht einher damit, dass sie weniger Zugang haben zum Gesundheitssystem, weil sie einfach auch die Gesundheitsinfrastruktur nicht mehr aufsuchen können. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, auch nochmal vor dem Hintergrund der innenpolitischen Lage im Libanon. Wir haben die Situation im Libanon, dass offiziell einer der größten Fraktionen des Libanons, die Hezbollah, kämpft in Syrien, und gleichzeitig sind viele dieser Flüchtlinge in diesen Gebieten im Libanon. Und das schränkt ihre Bewegungsfreiheit stark ein. So. Im Moment sind wir noch in der glücklichen Lage, dass diese Aufenthaltsgenehmigungen, die verändert worden sind, die zum Beispiel also in allen Bereichen zur Verelendung der syrischen Flüchtlinge führen werden, nicht strikt verfolgt werden. Also aufgrund der Sicherheitssituation im Libanon kann es sein, dass man auf einer Strecke von 1 Kilometer 4 verschiedene Checkpoints hat. Und im Moment besteht die Gefahr, dass an jedem dieser Checkpoints syrische Flüchtlinge verhaftet und eventuell abgeschoben werden. Und das sorgt zu einer subjektiven Angst, die verständlich ist, aber die real so noch nicht sozusagen belegbar ist, dass die Flüchtlinge sich im Libanon definitiv nicht mehr wohlfühlen. Also das ist sozusagen der gesetzliche Überbau. Gleichzeitig hat sich aber in den letzten Jahren das gesamte gesellschaftliche Klima gegen diese Flüchtlinge halt auch nochmal stark verändert. Es gibt Bürgerwehren, es gibt sowieso alltägliche rassistische Anfeindungen, es gibt aber auch Übergriffe, und was halt auch ist sozusagen, dass klar ist, dass libanesische Behörden Übergriffe auf syrische Flüchtlinge nicht nachverfolgen. Also das nochmal zu dieser Situation der syrischen Flüchtlinge im Libanon. Habe ich noch Zeit? Dankeschön. Danke, super. Ich würde gerne noch ein zweiten Aspekt nennen, und der ist sozusagen die Frage, das, was man jetzt gehört hat auf den letzten Konferenzen, also sozusagen der Zugang zum, was gefordert wird. Und zwar, das ist jetzt die Frage, dann auch sozusagen ich aus der humanitären Hilfe, aber auch aus der Entwicklungszusammenarbeit, Zugang für syrische Flüchtlinge zum Arbeitsmarkt, Stärkung der libanesischen Infrastruktur, Zugang zum Gesundheitssystem, Zugang zum Bildungssektor. Und wenn man das so hört, könnte man glauben, dass vor dieser Flüchtlingssituation der Libanon ein völlig funktionierendes Land war, und dem ist nicht so. Und daher ist sozusagen die Frage nach diesen Forderungen, auf was baut man aus? Der Großteil des libanesischen Gesundheitssystems ist privat finanziert. Also das heißt, selbst wenn Zugang da ist, heißt es nicht, also ist es utopisch, dass syrische Flüchtlinge daran partizipieren können. Das Bildungssystem, das ist eine auch der Kernforderungen jetzt gewesen der London-Konferenz, ist englisch basierend, während Syrer es gewohnt sind, auf Arabisch unterrichtet zu werden. Was wir jetzt sozusagen in unserer täglichen Praxis sehen, dass wir schon die ersten Programme haben,
um Leute zu unterstützen, die zwar Zugang hatten zum Bildungssystem, aber einfach durchgefallen sind. So, dass die Infrastruktur, zum Beispiel die Stromversorgung im Libanon, war absolut unzureichend, schon vor der Flüchtlingskrise. Also das sind alles keine Sachen, woran die Flüchtlinge Schuld haben oder wo man halt sagen kann, dass diese Systeme in Ordnung waren. Deswegen immer so die Frage, was muss geschehen im Libanon für die Flüchtlinge, sind das immer so Punkte, wo man sich genau anschauen muss, okay, auf was baut man auf und was kann denn das bringen. Nochmal den Bogen zu schlagen nach Europa, ich glaube, das ist immer die große Frage. Ich war dabei, als der Außenminister im Libanon war, mit einer Delegation der verschiedenen Parteien, und als dann die Flüchtlinge, es gab so ein moderiertes Gespräch mit Flüchtlingen, und als sie gesagt haben, ja, wir wollen nach Europa, schlugen sämtliche Politiker die Hände über die Köpfe zusammen und haben gesagt, oh Gott, wie sollen wir das denn schaffen? Das war zu einem Zeitpunkt, da hatte Deutschland so 100.000 Flüchtlinge aufgenommen. Im Libanon ist es jetzt nicht so der Trend, wie vielleicht, wenn wir zur Türkei zu sprechen kommen, dass es dort eine große Wanderungsbewegung nach Europa kommt. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Der erste Grund, viele der syrischen Flüchtlinge, die ich im Libanon gesehen habe, sind schlichtweg zu arm. Das muss man ja einfach mal sagen. Also eine Weiterreise nach Europa, das ist etwas Privilegiertes. Die Menschen, die ich gesehen habe, das sind große Familien, das sind vor allen Dingen Familien, die von Frauen geführt werden. Und ich glaube, denen ist diese Möglichkeit nicht gegeben, weiter nach Europa zu reisen, sondern da ist bei ihnen die Frage, wie sieht ihre Zukunft aus im Libanon? Der zweite Punkt ist noch, die Weiterreise nach Europa funktioniert momentan in einem Rahmen, wo ich sagen würde, von mehreren 10.000 Menschen, die Menschen gehen über Tripoli, reisen dann dort weiter mit der Fähre, aber es ist jetzt auch, sind jetzt keine alarmierenden Bilder, wie wir sie vielleicht aus anderen Ländern kennen. Und einen letzten Satz, glaube ich, abschließend zur Perspektive der Flüchtlinge, der syrischen Flüchtlinge im Libanon, ist, dort gibt es seit 40 Jahren palästinensische Flüchtlinge und die Frage der palästinensischen Flüchtlinge im Libanon ist noch völlig ungeklärt. Und wenn wir jetzt diskutieren, welche Perspektive haben die syrischen Flüchtlinge im Libanon, ist es für die Menschen dort immer sehr einfach, weil sie gucken auf die Palästinenser und sagen, okay, wenn 40 Jahre diese Fragen nicht der gesellschaftlichen Teilhabe geklärt sind, ja, also der Perspektive der jungen Palästinenser, die genauso jetzt weiter wollen, wieso sollen wir darauf bauen, dass man für uns hier eine Perspektive schafft oder dass wir hier eine Perspektive haben? Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick, der auch schon einen großen Bogen geschlagen hat, von der Situation zu den einigen Herausforderungen, der Verbindung auch zu Europa. Das sind alles Themen, die wir dann auch jetzt in Bezug auf die Türkei noch diskutieren wollen, wo es ein paar Parallelen gibt. Also wenn man irgendwie bei Libanon immer sagt, an der Bevölkerungszahl gemessen, die meisten Flüchtlinge, in absoluten Zahlen, die meisten Flüchtlinge sind in der Türkei. Hier haben wir natürlich sozusagen auch wieder eine Beziehung zu Europa. Wir haben sozusagen einige große Herausforderungen. Ich glaube, ein großer Unterschied, den man in der Türkei gesehen hat, war der, dass die Türkei von Anfang an gesagt hat, der Staat muss involviert sein. Der Staat hat sozusagen von Anfang an eine sehr aktive Rolle übernommen in der Aufnahme der Flüchtlinge. Da waren sozusagen auch, welche Rolle sie in der Gesellschaft spielen können oder vielleicht gerade auch nicht spielen können. Das hat eine andere, sozusagen eine andere Situation auch für heute bedeutet. Aber natürlich sozusagen auch die andere Nähe zu Europa, die jetzt eine andere sozusagen Verhandlungsbasis ausmacht. Also Oktay, und das muss ich vielleicht vorweg sagen, Oktay versteht sehr gut Deutsch, aber bezieht es vor, Englisch zu sprechen. Das heißt, wer eine Übersetzung braucht, sollte die Kopfhörer bereithalten. Vielleicht kannst du uns ein bisschen Eindruck geben, was ist sozusagen die Situation in der Türkei momentan für Flüchtlinge, die politische Situation, aber auch die Lebenssituation. Right, thank you. Allow me to apologize for having to do this in English. I understand German fairly well. I don't really speak it all that well. The Syrian refugee crisis is now about to go into its sixth year. When I look at how Europe responded from the Turkey vantage point, its policies, initiatives, frankly, a lot of disagreement, all of which mainly aiming to contain the refugees in countries of the region, most principally in Turkey, which does not only host the largest population of protection seekers from Syria and elsewhere in the region, it is also the country at Europe's outskirts, which has been buffering Europe from direct exposure, on the one hand, but also channeling an increasingly significant transit movement
which literally threatens a hole in Europe's containment policy. We know when it comes to offering safe haven to refugees, the standard in our region, that is Europe and the Middle East, the larger region, has been depressingly low. In relative terms, to be fair, what Turkey has been doing seems a lot more than what other countries in the region have been able to do, and frankly what Europe as a whole has delivered so far. But what is the current situation in Turkey for refugees really? As of present, we're talking about over 2.5 million registered refugees from Syria. These are Syrian nationals and Palestinians from Syria. In addition to another 200,000 plus protection seekers from other countries in the region, most principally Iraq, Afghanistan, and Iran. Refugees from Syria benefit from a temporary protection regime, which has been in place since October 2011. It's been formalized and further elaborated with a regulation in October 2014. Temporary protection in the Turkish legal context means you have access to domestic legal status once you register, which allows you to stay in Turkey legally. You are protected from forcible return to Syria, which has been by and large respected over the past 5 years, but not always. You benefit from free healthcare. So unlike in Lebanon, in Turkey, that's one area which has been working out relatively well. And you're not really getting much else. It is a temporary status, both in the sense that it is entirely reliant on the government's political discretion. It shall remain in place as long as the government, the Board of Ministers, chooses to keep it in place. It could be in place forever. It could be suspended next month. It is also temporary in the sense that it does not and cannot lead to long-term protection status, leave alone legal integration in Turkey long-term in the shape of citizenship. Because Turkey maintains the so-called geographical limitation on the Refugee Convention, which means that it does not offer refugees the prospect of settling in Turkey long term unless they originate from a European country. The Turkish temporary protection framework does not guarantee access to Turkish territory, and here is where the non-refoulement principle, which Turkey says it is respecting in relation to Syria, this is violated. The government says it is an open gates policy, not an open border policy, but in reality, at least since the summer of 2012, those gates have pretty much been closed, with the exception of a few isolated episodes, I would say, such as the Kobani incidents in 2014, where Turkey's own Kurdish community put the pressure on government to take those refugees in. And now look at the situation of large numbers escaping the fighting in Aleppo, and they're being kept at the border. There are reports that some of the people who are trying to cross have been fired at by Turkish security forces. So it's a very limited kind of non-refoulement policy in that regard. At the same time, people have been continuing to arrive. How is that happening? Well, you basically are dependent on the assistance of armed groups and smuggling operators in the border area in order to cross your way to Turkey. In relation to shelter, to its credit, Turkey has very quickly erected large-scale camps in the south of the country, which currently host about 250,000 refugees. They are very elderly camps. At the same time, as compared to the overall numbers currently in Turkey, that's about 10%. That means the vast majority live in residential centers dispersed around the country. They try to get private accommodation on their own means. This means that in places like Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, hosting very large populations, the rental apartments market is depleted.
Refugees are asked to overpay, locals are asked to overpay, everybody's complaining. Livelihood and subsistence is very difficult, although the government has recently adopted a new regulation, which is meant to open up the labor market to Syrians. The current reality is that if you're lucky, you're going to secure a very exploitative type of income earning opportunity in the informal labor market. Child labor, other types of negative coping mechanisms, forced early marriages, selling of girls and women, sexual exploitation are real issues. Education is difficult. It is estimated that there are up to 750,000 children at school age. The rate of schooling is around 30%. With the exception of the children in the camps who get the regular type of schooling, as far as the non-camp children, the vast majority go to what is known as Syrian schools, which are schools launched by groups within the Syrian refugee community that are neither properly supported nor regulated by the Turkish government. The quality of education is a question mark, the affordability is a question mark, some of them charge fees from parents. And at least some of these Syrian schools may be breeding grounds for fundamentalist mobilization, and that is also a concern. Serious problems concerning identification of particularly vulnerable individuals, incredible shortage of legal assistance and legal aid. Organizations like mine providing legal assistance, seeking to monitor practices, exert oversight, are generally under-resourced and weak. So, as such, what the Syrians are getting in Turkey is pretty much amounts to bare survival. The legal status that they're getting is an insecure one, and not one which promises an actual future in Turkey. If I may move on to the non-Syrians, the Iraqis, Afghans, Iranians and others, they are subject to a new EU-style asylum procedure based on a new law which Turkey adopted, came into force in 2014. On paper, it is a great law. For the first time in Turkey, it set up a proper asylum procedure with all the safeguards in place. It created a brand new civilian migration agency. A very positive step forward, but the actual implementation is lacking, particularly in regards to refugees in transit, border regions, access to asylum procedure in places of detention, functioning of the EU-style accelerated procedure. It's great on paper as far as every asylum application shall be processed, every decision shall be reasoned and communicated. If you appeal a negative decision, you will be allowed to stay in Turkey until your objections are decided. In reality, you factor into that the lack of lawyers and legal assistance providers, the shortages of training and supervision of the new migration agency corps, the reluctance of courts in Turkey to curb administrative discretion, the lack of independent, strong civil society actors watching over the government. What gives a system which looks much better than it actually is. Perhaps one last thing before I finalize. What all of this amounts to really is a kind of, I call it suspended transition. So you've left your country, you got to a place where you are relatively better off, relatively safe as compared to what you came from, but you haven't got to the point where you feel like you have starting the work of rebuilding your life. Having been working in this field for many years in a difficult context, to me, essentially that's what asylum should convey. Not necessarily basic safety, but also access to a long-term solution, a chance to rebuild your life. And that's what refugee communities feel Turkey isn't offering, is not capable of offering. And they feel Europe
shall offer that feature, and that's why they've taken off and have been arriving. Ja, vielen Dank. Das ist sozusagen für diesen Eindruck aus der Türkei, in der Situation dort. Was glaube ich offensichtlich wird, ist sozusagen trotz ganz unterschiedlicher Politiken der Regierung, sozusagen die Situation für Flüchtlinge ist, um das mindestens zu sagen, sehr kompliziert und sozusagen sehr unsicher auf Dauer gerade. Also sozusagen, weil es sozusagen immer wieder nur auf Kurzfristigkeit angelegt ist. Und in diese Situation hineinkommt zum einen sozusagen Europa als Ziel, aber jetzt auch andersrum aktuell ganz besonders sozusagen die EU, die wieder zurück reinwirkt in die Politik der Türkei, in gewisser Weise auch in den Libanon. Und das soll sozusagen natürlich auch jetzt mehr das Thema sein, auch sozusagen der Einfluss der EU, Europas auf die Politik, die Situation von Flüchtlingen dort. Und Steffen, du hast sozusagen seit natürlich vielen Jahren sozusagen in der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik, Migrationspolitik, europäische Migrationspolitik betrachtet. Und jetzt natürlich auch ganz aktuell sozusagen diese Situation mit der Türkei sozusagen hier angeschaut. Und die Frage wäre eben genau die, was ist die Rolle Europas, der EU in der Türkei und welche Rolle könnte die EU sozusagen in der Türkei im Nahen Osten in Bezug auf Flüchtlinge auch spielen? Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier ein paar Gedanken zu teilen. Also EU-Flüchtlingspolitik gegenüber der Türkei. Welche EU-Flüchtlingspolitik denn? Also im Moment, was ich im Moment sehe, ist allerhöchstens eine deutsche Flüchtlingspolitik gegenüber der Türkei, beziehungsweise eine von Frau Merkel. Das ist ja auch nicht Deutschland komplett, was dahinter steht. Das sehe ich sozusagen als Konzept, aber eine eigenständige EU-Politik kann ich da nicht erkennen. Ich will trotzdem mal versuchen zu skizzieren, wie der Stand, wie ich den Stand sehe. Also eigentlich könnte man dieses Beispiel Türkei ja wunderbar nehmen als Illustration für aus den Augen, aus dem Sinn. Ich glaube, damit ist eigentlich schon das umschrieben, was eigentlich jetzt bei den, bei der auch aus der deutschen Türkei-Politik zu destillieren ist. Ich glaube, diese deutsche oder beziehungsweise Frau Merkels Türkei-Politik sieht im Moment so aus. Also die Türkei ist eben der Schlüssel zur Bewältigung der Flüchtlingskrise, beziehungsweise präziser formuliert zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen, die wir zurzeit haben. Und zwar zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen, die über den Balkan kommen. Das ist ja auch eine ganz interessante Entwicklung, dass alle anderen möglichen Fluchtzuwanderungen nicht gesehen werden, sondern es geht genau darum. Und man hat den Eindruck, gesagt, das ist das Einzige, was im Moment adressiert wird. Also, die Türkei ist der Schlüssel zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen. Und zwar über, weil es eben um die Westbalkanroute geht. Und deshalb eben auch der Plan, die Türkei irgendwie zur Kooperation zu bewegen. Aus der Einsicht heraus, dass nur die Türkei eigentlich kurzfristig und wirksam die Zuwanderung nach Griechenland und dann über den Westbalkan reduzieren kann. Dazu müssen der Türkei Angebote gemacht werden. Und das sind eben neben finanziellen Hilfen alle möglichen anderen Angebote. Und so ein paar haben wir jetzt ja gesehen, die sind diskutiert worden. Vor allem das Angebot, aber Flüchtlingskontingente zu übernehmen. Das ist aber eigentlich der gordische Knoten der gesamten Politik. Denn um der Türkei vernünftige Angebote zu machen, das heißt quantitative Angebote, die die Türkei dazu bewegen könnten, aktiv zu werden, müsste man größere Kontingentzusagen machen. Dazu sind aber die anderen EU-Staaten nicht bereit, solange die Zuwanderungszahlen so hoch sind. So, das ist also echt ein Henne- und Ei-Problem und nicht ohne weiteres zu lösen. Dazu kommt, dass die Kanzlerin unter einem gewissen selbstgemachten, vielleicht objektiven Zeitdruck steht und sich da sehr kurze Fristen gesetzt hat, in denen irgendwas passieren muss, in denen irgendwas sichtbar werden muss. Das hat mit unseren Landtagswahlen hier zu tun. Auf jeden Fall ist es ein extremer Zeitdruck, ein Handlungsdruck, der aufgebaut worden ist. Die Frage ist also jetzt in der Logik dieser Politik, wie kann man andere EU-Staaten dazu bringen, eben mitzumachen. Es ist höchst unwahrscheinlich, eine gesamteuropäische Kontingentlösung zu bekommen. Das ist ja sehr deutlich geworden in den letzten Monaten.
deshalb sozusagen als Ausweichpfad die Vorstellung, ja, man schafft irgendwie eine Koalition der Willigen. So, die ist aber geschrumpft in den letzten Wochen, zunehmend geschrumpft, ist also eine sehr kleine Koalition der Willigen nur noch, eigentlich nur noch die Benelux-Staaten, wenn man es sieht. Und Portugal gibt es auch noch und irgendwie ein paar kleinere nordische Staaten. Also irgendwie ist diese Situation total verfahren. Die Kontingente, die angeboten werden könnten, und da muss man ja auch fragen, was Deutschland in der jetzigen aktuellen Situation die Bundesregierung denn noch an Übernahmequoten auch anbieten könnte, ohne die Landtagswahlen völlig zu verlieren. Also das ist alles irgendwie verfahren. Was macht Merkel? Sie hofft eben doch noch irgendwie auf eine Vorleistung der Türkei, dass die Türkei irgendwie die Zahlen runterbringt, die jetzt aktuell zuwandern über Griechenland. Da gibt es auch ein paar Anzeichen für, wenn man sich die ganz aktuellen Zahlen anguckt, sieht man, die sind ein bisschen runtergegangen. Das kann verschiedene Ursachen haben, aber es kann auch daran liegen, dass die türkischen Grenzbehörden da aktiver werden und mehr Leute festhalten. Und Frau Merkel macht eben, hat angefangen zu verhandeln mit der Türkei. Es gibt mal wieder einen 10-Punkte-Plan, in dem alles Mögliche drinsteht, von eben Kontingenten, die Deutschland verspricht, im Falle, dass sozusagen die Handlungsspielräume bestehen, ganz vorsichtig formuliert, aber bis hin zur Polizeikooperation, bis hin zur Übersendung oder zur Verfügungstellen des technischen Hilfswerks. Also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, von konkreten Punkten zur Zusammenarbeit, die quasi so eine deutsche Vorleistung bieten soll. Alles sozusagen in Hoffnung, dass jetzt schnell die Zahlen runtergehen. 10 Punkte. Das ist so grob zusammengefasst die deutsche Politik gegenüber der Türkei. Und damit verbunden sind natürlich extreme Risiken. Also jetzt mal abgesehen von allen humanitären Fragen, die damit verbunden sind. Und der Frage, was denn eigentlich passiert mit Flüchtlingen, die in die Türkei zurückgeschoben werden. Also diese ganzen Fragen mal ausgeklammert. Sehr fraglich ist, was die Türkei eigentlich will, was eigentlich die Prioritäten sind und ob sozusagen ob die Interessen und die Forderungen, die die Türkei aufstellt, eigentlich stabil sind oder ob die sich wandeln. Ich erinnere nur an die Terroranschläge jetzt in der Türkei. Da kann es innenpolitischen Druck geben, es kann außenpolitische Entwicklungen geben, die Türkei, die türkische Regierung dazu treiben, eben solche möglichen Vereinbarungen eben nicht einzuhalten, nachzulegen an den Forderungen. Also die Türkei ist in der Hinsicht ein sehr unsicherer Verhandlungspartner, würde ich sagen. Und darin besteht sowieso schon ein politisches Risiko. Wie gesagt, neben allen Fragen, wie die Rücknahme oder die Frage betreffend, was mit den Flüchtlingen dann passiert. Also gleichwohl glaube ich, dass das, was mit Türkei jetzt versucht wird, an sozusagen an Unterbindung, an Zuwanderung, durchaus so ein bisschen als Blaupause, als Modell eben für den Umgang auch mit anderen Staaten dienen könnte. Also speziell mit nordafrikanischen Staaten. Und dass wir wahrscheinlich ähnliche Bemühungen dann sehen werden mit anderen Staaten, wenn die Zahlen der Zuwanderung über das Mittelmeer wieder zunehmen. Ja, soweit würde ich sagen, sieht die türkische Politik aus. Das Ganze ist natürlich, wenn man es versucht genereller einzuordnen, eigentlich eine Illustration, was du, Julia, heute Morgen ganz zu Anfang gesagt hast, als Zitat. Gibt es eine Sicherheit durch Abschottung? Und das ist das beste Beispiel wahrscheinlich dafür, dass es das nicht geben wird, weil die Fragen, die dahinter stehen, eben nicht gelöst sind. Also Abschottung in dem Fall, die Flüchtlinge zurück in die Türkei zu schicken, löst keins von den Grundproblemen, die da eigentlich hinterstehen. Und trotzdem wird es gemacht und trotzdem ist es jetzt zurzeit die einzige konkrete politische Option, die man sieht, der einzige konkrete politische Plan, nichts anderes. Ja. Vielen Dank.
Dank für diesen ersten Eindruck einer nicht existierenden Flüchtlingspolitik zwischen EU und Türkei, aber wo ja doch offenbar ganz viel passiert schon. Also sozusagen, je nachdem auch, was da jetzt halt rauskommt, faktisch sozusagen gibt es natürlich sozusagen eine Flüchtlingsbewegung, sozusagen Flüchtlingsmigration und auch eine Politik, die sich sozusagen an zwischen EU und der Türkei anspielt, und zwar insbesondere in der Ägäis zurzeit. Und da, Karl, kennst du dich schon aus, sozusagen seit vielen Jahren beschäftigst du dich mit der Situation dort vor Ort in der Ägäis auf den griechischen Inseln, was jetzt gerade natürlich in den letzten halben Jahren, letzten Jahr nochmal ganz besonders sozusagen relevant geworden ist. Und was man sicherlich auch aus einer Situation verstehen kann, aus Perspektivlosigkeit dort in der Region, Türkei, Libanon und so weiter, aber eben auch einer spezifischen Abschottungspolitik, gerade was den Balkan jetzt angeht, aus Europa. Und sozusagen hier müssen wir sozusagen diese Situation aus so einer vielleicht auch Minimalisierung von Flüchtlingspolitik verstehen. Ja. Ich denke, Steffen hat das schon ganz gut zusammengefasst. Ich meine, es war eigentlich eine verheerende Zusammenfassung der europäischen Flüchtlingspolitik, die nicht existent ist. Also das praktisch nur noch, der einzige Plan ist sozusagen die Abwehr oder die Zurückschiebung, die Pushback-Policy. Ne? Das drückt aus, wo wir eigentlich stehen. Bei dem Thema, wir reden über die Türkei, weil über die Türkei sind seit Januar 2015 knapp über eine Million Boat People nach Griechenland gekommen. Es waren fast 99% per Boot. Der Landweg spielt überhaupt keine Rolle. Auf dieser Strecke spielt die Gruppe der Schutzsuchenden aus dem ganzen ersten Teil überhaupt keine Rolle. Minimal. Also es gibt kaum einen Flüchtling aus Ostafrika, der es über die Türkei nach Griechenland schafft. Das ist also eine Fluchtbewegung, Syrien, Irak, also die Nachbarregion, Afghanistan. 92%, 91%. Die ganze Zeit. Das heißt, diese Gruppe ist davon ja, abgewehrt, abgeschottet. Und das setzt sich noch fort über die Balkanroute, wo Menschen mit dunkler Hautfarbe kein Zutritt bekommen nach Mazedonien und dann über die Balkanroute bis nach Zentraleuropa. Das heißt, wir reden nur über einen Teilbereich von Schutzsuchenden und Europa hat sehr spät, September, das Ganze als Flüchtlingskrise gelabelt. In dem Moment, wo Leute da waren, immer mehr kamen, gab es eine Flüchtlingskrise, vorher hatten die ignoriert. Das war nicht der öffentliche Diskurs. Da haben wir über Griechenland geredet und andere Geschichten, aber es war kaum relevant, sondern man hat lange Zeit noch über das zentrale Mittelmeer geguckt, wie da 3000 Menschen sterben und wie man NATO-Einsatz gegen die Boote praktisch durchsetzt, aber es war überhaupt kein Thema, diese Flüchtlinge. Das ist im Laufe des Jahres, hat sich verschoben und hat jetzt dazu geführt, dass man die Türkei als den wichtigsten Kooperationspartner ansieht. Wir haben eine Situation, wo man sich fragen kann, das ist heute nicht unser Thema, aber es wäre vielleicht ein interessantes Thema, werden wir bald eine Fluchtbewegung aus der Türkei wieder haben? Kriegen wir ein Comeback der 90er Jahre? Die Menschenrechtssituation geht zum Teil stark in die 80er Jahre. Die Pressefreiheit war wahrscheinlich in den 80er Jahren, Zeiten der Militärdiktatur ungefähr so ausgeprägt. Aber ich glaube, heute sitzen mehr Journalistinnen und Journalisten im Gefängnis. Wir haben also eine hochdramatische innenpolitische Situation in der Türkei und in diesem Kontext wird die Türkei auf eine Art und Weise hofiert, submissiv, devot. Im Wahlkampf wird der Präsident von der Flüchtlingskanzlerin besucht, hofiert, mit allen Implikationen. Das ist ein sehr dramatischer Vorgang erstmal. Also als Europa in der Situation, wo man sagt, vom arabischen Frühling man hat alle autoritären Systeme profiert, Menschenrechtsverletzungen ignoriert, mit dem Khartoum-Prozess, aber jetzt auch in der Türkei, das ist demokratische Wahl, ganz klar, aber in der Türkei ähnliche Fehler begehen. Es geht also nicht mehr um Menschenrechte, es geht nicht um Flüchtlingsschutz und leider der jetzigen Fassung der Kanzlerin auch nicht mehr. Sie setzt alles
auf eine Karte, und das ist politisch falsch, wird da nicht aufgehen und ist menschenrechtlich, flüchtlingsrechtlich verheerend. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Und jetzt zur EG ist, wir haben momentan zwei Konzeptionen auf der europäischen Ebene der vermeintlichen Bewältigung der Flüchtlingskrise, was schon mal Quatsch ist vom Ansatz her. Es ist einmal den Frontverlauf in der Türkei so zu organisieren, vereinfacht gesagt, türkische Lösungen zu kreieren, à la pazifische Lösungen, also der holländische Ratspräsidentschaftsvorschlag, dass man sagt, schicken alle zurück, nehmen ein paar aus der Türkei auf, da macht auch Erdogan nicht mit, da macht die Türkei nicht mit. Das hat nichts mit Völkerrecht zu tun, das hat nichts mit EU-Recht zu tun, aber das wird diskutiert. Das wird auch von der Verteidigungsministerin, die natürlich auch ihre Kompetenzen hat im Flüchtlingsbereich, freundlich zwar so vertreten, dass sie sagt, alle von den NATO-Fischen aufgefischten Flüchtlinge werden zurückgeschickt in die Türkei. Und dann machen wir dann à la Merkel aus irregulärer Flucht irgendwie legal irgendwas, was auch immer. Du hast es ja schon beschrieben, wir wissen nicht, wie viel in der Pipeline ist, bezogen auf Resettlement. Das heißt, in der Situation wird alles zur Disposition gestellt, was Völkerrecht, was EU-Recht ausmacht, auch Grundsatzurteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, wird praktisch zu Pushbacks, damals zu Libyen, wird zur Disposition gestellt. Nach menschenrechtlichen Kriterien kann man die Ägäis, die momentan der einzige Fluchtweg ist, das drückt ja schon die Absurdität aus, alle müssen auf die Boote, über finden Tote in dem Jahr, 320 Kinder seit dem kleinen Eiland Kurdi, Anfang September, gestorben in der Ägäis, das ist die Normalität. Es gibt keinen anderen Weg und diese Seegrenze kann man menschenrechtlich gesehen, wenn man die Seenotrettung, das Recht auf Leben ernst nimmt, dann hat die aktuelle Regierung recht, das kann man nicht außer Kraft setzen, man kann die Leute nicht zurückschieben, man muss sie retten, man muss sie an Land bringen und dann irgendwie europäisch in einem Schutzsystem ankommen lassen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, aber all das steht zur Disposition. Zweiter Frontverlauf, das ist die türkische Frage, ist die Hardliner, die meisten haben mit der Türkei nichts am Hut, die Rechten sagen, okay, islamisches Land, wer will das schon, nach Europa schon gar nicht, keiner traut Erdogan, man hat die Türkei schändlich behandelt in den langen Beitrittsjahren, auch im Zusammenhang mit der Visumspflicht. Die andere Fraktion sagt, wir machen das gar nicht mit der Türkei und wir machen es auch nicht mit der griechischen Regierung. Wir schließen die Balkanroute, wir kicken, ob wir jetzt Griechenland im Schengen-Verbund lassen oder nicht. Wir machen dicht, schotten den Weg über dem EU-Land ab und schaffen da erstmal eine humanitäre Krise, dann eine Katastrophe. Aber das ist die Rückkopplung sozusagen Richtung Türkei und die Zahlen an der Stelle zu benennen. Das sind momentan die zwei Optionen. Beide sind fatal. Wahrscheinlich wird es in dem Jahr, wir wissen nicht, was in der Türkei passiert, wir wissen nicht, was in Syrien passiert, wir wissen viele Konfliktverläufe nicht, aber in dem Jahr wird es wahrscheinlich eine Mischform geben von beiden Ansätzen. Die Balkanroute ist jetzt nochmal verengt worden, jetzt sind afghanische Flüchtlinge rausgefallen, es kommen nur noch irakisch-syrische rein, wir werden den nächsten Schritt wahrscheinlich irgendwann auch gucken, dass da nochmal ein neuer Rückstau entsteht und dass die Krise in Griechenland und dann in der Ägäis dramatisch zunimmt. Alle Handlungsoptionen, die wir haben, sind natürlich Kooperationen, wie die Stiftung Pro Asyl kooperiert seit 2007 in der Ägäis mit griechischen Partnerorganisationen. Wir haben gute Kontakte nach Izmir, zum Mythischen Meer. Wir wollen mit OCTA, mit seiner neuen Organisation, enger kooperieren, um an der Stelle jetzt diesen Prozess, natürlich diesen dramatischen Prozess, wo die NATO und der deutsche Führung, NATO-Verbände operieren, wo Frontex operiert, wo verschiedene Staaten und eben Griechenland und Türkei involviert sind, muss man gucken, dass man diesen Prozess irgendwie bewacht, dass man Klagen auch bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte von griechischer Seite durchtreibt, hochjagt bis nach Straßburg. Wir müssen gucken, was von der Türkei möglich ist.
wir werden viel stärker die Fraktion, die in Europa noch funktioniert, das ist nicht nur ein Klischee, es sind de facto die zivilgesellschaftlichen Formationen auf den Inseln, auf den griechischen Inseln, in Athen, in Thessaloniki, entlang der Balkanroute bis Zentraleuropa, natürlich auch weiter darüber hinaus. Mit diesen Kräften müssen wir gucken, dass wir sozusagen Restbestände von Menschenrechtsschutz und Flüchtlingsschutz hochhalten und durch das Monitoring praktisch auch revitalisieren. Es gibt keine andere Möglichkeit in einer relativ zentralen, durchgeknallten Situation. Zu Frau Merkel nochmal, es ist bedauerlich, dass sie genau diesen Schritt, die Merkel-Version vom September, die Koalition der Wohlmeinenden, die Position der offenen Grenzen, Balkanroute, aber auch die Position de facto auch der Öffnung Richtung Türkei, war eine wichtige, war eine großartige Geste und wäre auch ein europäisches Konzept weiterhin, dass sie am 5. Oktober da auf diesem Frauenthron saß, ich glaube es war der 5. Oktober, bei Erdogan, dass sie jubelt, nur den einen Aspekt nochmal als letzten Gedanken dazu, darüber auch jubelt, dass am 8. Januar in der Türkei die Visumspflicht beispielsweise auch für syrische Flüchtlinge eingeführt wird, was dramatische Auswirkungen bezogen auf den Fluchtweg beispielsweise aus dem Libanon bedeutet, das hat halt diese humanitäre, großartige Geste de facto konterkariert. Der blutige Deal mit der Türkei ist sozusagen, ja, wenn er sich so 1-1 durchsetzen würde, wäre es fast der Sargnagel für ein individuelles europäisches Asylrecht. Vielen Dank für sozusagen diese breite Übersicht über die Konsequenzen, die sich sicherlich nicht nur sozusagen aus der Türkei ergeben, aber sozusagen aus der Situation insgesamt und diese verschiedenen Optionen, die offenbar abgewägt werden, aber die doch immer auf eine mehr oder weniger Schließung der Grenzen abzielen. Sozusagen vielleicht dann, sozusagen, nachdem wir jetzt zweimal über Europa auch gesprochen haben und sagen, was Europa vielleicht auch sozusagen versucht oder mehr oder weniger erfolgreich, was bedeutet das für die Situation in der Türkei? Also die Situation, wo sozusagen die Türkei seit längerer Zeit eine bestimmte Art von eigener Politik verfolgt, sozusagen verschärft das nochmal die Situation für Flüchtlinge dort versucht sozusagen die türkische Regierung einfach sozusagen auch, egal was die EU macht, einfach ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Und was bedeutet das vielleicht aber auch über die Situation von Flüchtlingen hinaus für die Menschenrechtssituation dort? I don't think you can have it both ways. I don't think you can expect Turkey to put a grip on the movement of people, seal the EU-Turkey border on Europe's behalf, become Europe's border guard, at the same time maintain the current level of hospitality, current level of investment in providing protection solutions to refugees. I think some of us have followed with concern the so-called Dutch proposal, the Dutch plan, which was connected to the Merkel idea of the coalition of the willing. Although that was not part of the deal that was struck with Turkey end of November, the idea is for 10 or 11 EU member states making available to Turkey 250,000, that's the number that was circulated, humanitarian admission places in return, and that would be the Dutch novelty there, in return for Turkey agreeing that basically Turkey agreeing for the utilization of the readmission agreement as an externalization tool. So, I mean, for those of you who didn't have a chance to follow, basically the Dutch proposition was EU member states are now going to characterize Turkey as a safe third country, according to EU law, which is going to allow them to legally declare any asylum applications brought forward by people who've crossed Turkey as inadmissible. Since they have arrived in Europe from a safe third country,
they don't need to be processed, and then Turkey is expected to readmit those people and process those asylum applications on Europe's behalf. So that is the Australian solution. And in my mind, that is really the end of the idea of having a common European asylum system, where basically you have sealed and secured yourself from any infiltration of your asylum system by refugees. I personally, the Turkish leadership would buy into this scenario. It's not going to happen. But the message Europe is sending out, the example and precedent Europe is setting here, I'm afraid, is going to see Turkey slide to the same, I will say, European restrictionism, European exclusionism, European xenophobia, if you want to call it that. I think that's also going to spill over to Turkey. If this is the direction things are going, there are already those I know at high levels of Turkey's bureaucrat leadership across the political class who utter some very European statements. They say, we do not intend to become Europe's dumping ground for refugees. That's a very European things to say. We aren't accustomed to hearing statements of the kind. Therefore, I'm more worried about the ideological impact. I'm more worried about this growing perception on the part of Ankara leadership that Europeans are very clear on what they want, and that's not refugees. Regardless of what we do on our end, they're going to make it more and more difficult and impossible for refugees to cross their way to Europe. So if we're going to be stuck with every new arrival, we're going to make sure to put a hold on those arrivals. So I am more worried about what's likely to happen along Turkey's southern borders and eastern borders. And beyond that, the very same templates of externalization are now being adopted by Turkey. Turkey is seeking bilateral readmission deals of its own. Turkey has put in place a development aid agency of its own, investing in Africa, Asia, signing cooperation deals, which always involve a readmission component to it. So I'm worried about those things. But leave alone the, I will say, over-ambitious Dutch proposal. Let's think about what's going to happen to the regular type of irregular migrants who are now going to be readmitted by Turkey. They're going to end up in Turkey's new detention facilities, some of which are now being financed by the EU. On paper, they're going to have access to great safeguards. On paper, they're going to be issued reasoned deportation decisions, reasoned detention decisions. In reality, very few of them are actually going to see a lawyer. Very few of them are going to be able to take advantage of the EU-style remedies and safeguards Turkey has put in place, which make things look really, really good. But that's not the current reality on the ground. So I'm afraid the predicament that we are struggling against in Turkey has now become an even more difficult one. We are going to need to have to further sophisticate our own expertise. We are going to have to be a lot stronger. We are going to have to build a lot more presence on the ground, engaging those detention facilities and so on and so forth, to see if we can engage, clear up some of the mess Europe is now exporting Turkey's way. Ja, ich glaube, das ist ja jetzt ganz spannend, dass sozusagen diese Externalisierung, egal ob nun dieser Deal zwischen der Türkei und der EU noch klappt oder was dabei rauskommt, die Externalisierung hat längst schon begonnen. Und sozusagen nicht nur von Europa nach in die Türkei, sondern die Türkei setzt es fort, ähnlich wie wir das ja sozusagen für die anderen Regionen auch gesehen haben, dass es immer eine weitere Fortsetzung dieser Externalisierung passiert. Das ist aber zugleich sozusagen auch hier wieder nach oben geschlagen wird, letztlich zu dem Beginn von der Externalisierung.
die er letztlich sagen 2003 mit dem Blair-Papier und dem Schengen-Plan schon begonnen hat, dass man jetzt ähnliche Vorschläge eigentlich wieder sieht, die sich jetzt hier sozusagen wieder auftun. Das Interessante ist aber sozusagen, dass du ja sagst, letztlich daran kann das gemeinsame Asylsystem in Europa zerbrechen. Das steht damit auf dem Spiel. Zuvor hieß es aber letztlich, wenn dann die nicht zustande kommt, dann zerbricht sozusagen der Plan, den Merkel hat für die EU, was die EU zusammenhalten soll und eine Flüchtlingspolitik schaffen soll. Also es sieht so aus, sozusagen, wir sind sozusagen, das Flüchtlingssystem in Europa ist so oder so sozusagen zum Scheitern verurteilt, ob das nun klappt mit der Türkei oder nicht. Oder was ist sozusagen noch hier eine Option? Gibt da noch einen Aspekt der Externalisierung, über den wir noch gar nicht gesprochen haben? Also, was wir sehen, ist ja sozusagen dieser Domino-Effekt und das, was man so bei Pyramidenspielchen kennt. Es gibt immer einen Dummen, der am Ende steht. Und das ist natürlich der Schwächste, der sich überhaupt nicht mehr wehren kann. Im Moment sieht es so aus, als wenn es Griechenland ist. Aber es könnte natürlich auch die Türkei sein oder es könnten eben noch Nachbarregionen. Hier kommt es denn, wer weiß. Es gibt immer einen Länder of Last Resort und einer, der wirklich der Dumme ist in der ganzen Geschichte. Aber über einen Aspekt von Externalisierung haben wir noch nicht gesprochen, nämlich das ist das, was man hört, wenn man mal so off the record mit türkischen Regierungsleuten spricht, nämlich die Vorstellung, ja, wir würden ja noch Flüchtlinge zurücknehmen, aber die dann nicht in der Türkei ansiedeln, sondern in sozusagen demilitarisierten, befriedeten Zonen in Syrien. Und die Lager, die wir dann errichten, die lassen wir dann von türkischen Hilfsorganisationen errichten, die sind dazu in der Lage, die sind weltweit inzwischen führend, und lassen uns die bezahlen von der EU. Wenn man dann mit UNHCR-Vertretern spricht, kriegt man eine erstaunliche Antwort. Die sagen dann nämlich, naja, irgendwie die Organisation von Lagern, das sind wir gewöhnt, das ist unsere Kernaufgabe. Und wenn die Sicherheitsbedingungen erfüllt sind, wenn die Flüchtlinge nicht um Leib und Leben fürchten müssen, können wir solche Lager auch organisieren. So, dann frage ich mich natürlich, weil Karl, du hast gesagt, das ist irgendwie alles der Sargnagel fürs individuelle Asylrecht. Ja, ich glaube, das ist so. Und ich glaube, dass wir uns zubewegen, einfach getrieben durch diese Entwicklung auf einen völlig anderen Flüchtlingsschutz. Und der wird nicht mehr im individuellen Asylrecht bestehen oder nur noch zu einem kleinen Teil im individuellen Asylrecht bestehen und darüber hinaus eben in sowas wie Resettlement-Kontingentlösungen, in der dann Aufnahmestaaten sich aus den Lagern, die sich überall ja aufbauen, also dieses, was ich gerade angesprochen habe, diese noch, ist ja nur ein Hirngespinst, solche Lager derzeit in Syrien einrichten zu können, aber nicht ganz unwahrscheinlich. Die Lager können auch in Nordafrika sein, die können auch in der Türkei selber sein, wo auch immer, aber es wird Lager geben. Und wenn die Zahlen runtergehen, wenn die Grenzkontrollen effektiv werden, und die werden effektiv werden, dafür fließt einfach zu viel Geld in die EU-Außengrenzsicherung. Die Zahlen werden runtergehen, so oder so. Und dann haben wir die Lager um die EU rum, vielleicht auch in den EU-Staaten selber, nämlich die Hotspots, und dann werden die EU-Staaten in die Lager reingehen und werden Kontingente von Flüchtlingen aufnehmen, nach welchen Kriterien auch immer, nach Skills, nach Bedürftigkeit, was auch immer. Aber es wird ein anderes System von Flüchtlingsschutz sein. Und das Fatale an dieser Entwicklung ist, dass es sich das hervorragend verbinden lassen würde mit Obergrenzen. Ja, aber dann kann ich als, wer auch immer entscheidet, als Parlament, als Regierung in den EU-Staaten natürlich wunderbar sagen, dieses Jahr nehmen wir 50.000 auf, nächstes Jahr nehmen wir 100.000 auf. Dann kann man sich prima politisch darüber streiten, nach welchen Kriterien, ob eher nach humanitären oder eher nach anderen, aber es sind Obergrenzen. Und deshalb glaube ich, dass dieses Modell, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, so irgendwie am Horizont leuchtet und für viele eben unglaublich attraktiv ist als Zukunft des Flüchtlingsschutzes. Also hat dann Tony Abbott doch recht gehabt, Europa wird das australische Modell irgendwann jetzt übernehmen. Also Karl, ist das sozusagen, wir sprechen von Externalisierung und reden immer davon, was die EU
dem antut, sozusagen der Region aus um Europa herum. Aber es wirkt eben auch mal zurück, sozusagen eine Kraft nach außen wirkt zu einer Gegenkraft. Was sind sozusagen, was ist die Internalisierung, die Internalisierungseffekte? Ist es die Abschaffung des Asyls in Europa? Also, Entschuldigung. Also offiziell gibt es immer noch auf dem Papier ein europäisches Asylrecht. Ne? Normiert in EU-Verträgen und mehr oder weniger schlechten Richtlinien. Zwar der Durchgang, wir haben die Verordnung Dublin und so weiter. Es gibt also ein, 2013 hat die Kommission gesagt, wir haben das modernste Asylrecht der Welt. Breitbeinig kommt sie schon ganz gern daher. Dann im September 2015 sagt der Kommissar, ja, wir waren jetzt überrascht, dass so viele kommen. Sechstes Jahr, wo gehen wir jetzt in Syrien? Und er hat gesagt, und wir sind überrascht, dass unser System nicht hält. Das Asylsystem. Und de facto wurde dieses Asylsystem nicht aufgebaut. Es ist immer noch im Embryonalzustand, also das individuelle europäische Schutzsystem. Und jetzt kracht es schon zusammen. Es gibt nur noch ganz wenige Staaten, die was machen. Und jetzt kommen all die alten Konzepte, die wir kennen, wer im Asylbereich arbeitet, weiß immer, dass einer kommt und sagt, wir machen kollektive Aufnahme und dann ist gut. Und individuelle Rechte, die stören uns. Jeden Innenminister stört eine Rechtsweggarantie, Rechtsschutz, all diese Geschichten, die man so in demokratischen Staaten erwartet, sind störend, wenn es um Schutzbegehren geht. Fakt ist, also das ist der Wunsch. Wir wissen ja nicht, ob Europa in Gänze so wie erhalten bleibt. Das wissen wir alles nicht, aber es wird die EU bestehen bleiben, vielleicht etwas entkernt, entsaftet in den Kernbereich der Menschenrechte, Grundfreiheiten, Minderheitenrechte, was so in den EU-Verträgen Artikel 2 EU-Vertrag drinsteht, was die EU ausmacht. Aber es wird nicht so schnell gehen, dass man es formal abschaffen kann. Ne? Klar, ich glaube auch nicht, dass eine Grenze dieser Art zum Beispiel ist, die tödlich ist, sehr gefährlich ist, aber mit 12.000 bis 15.000 Punkten, wo man abreisen kann, dass man die militärisch abregeln kann. Das sind zum Teil nur ganz kurze Distanzen. Man kann es nur machen, wenn man noch einen Schritt weiter geht. Also nicht nur das kollektive Aufnahme aller von der Leyen, ja, sondern man muss knapp unterhalb der Kanonenbootpolitik operieren. Das ist klar. Also man muss einen Schritt, nicht eine Grenze technisch, sauber, clean, dicht machen, sondern es muss noch ein ganz schön blutiger Zwischenschritt gemacht werden. Und dann sind wir halt, wir sind eh schon bei der Frage, dass das Recht auf Leben im zentralen Mittelmeer und in der Ägäis für Schutzsuchende nicht gewährleistet ist. Und da gibt es auch eine rassistische Unterscheidung auch nochmal, durch den geografischen Zufall, dass man Menschen aus Sahara-Afrika, die blutiges Libyen-Route anbietet, die Todesroute, wo die Ägäis, da kommen zwar viele im letzten Jahr, aber halt auch nicht alle drüber. Und von daher wird es eine Mischform geben. Also wenn es dieses Szenario mit dem kollektiven Ausstieg, du kannst einen Club von 28 Staaten nicht hermetisch abschotten, das geht nicht. Also müsste es noch ein individuelles Asylrecht geben. Oder du schottest mehr ab um den Preis, dass du halt einen gigantischen, dass der Seefriedhof größer wird oder die Ebene an der Landgrenze, die blutigen Stacheldraht verhaue und die gnadenlose Pushback-Policy dort umgesetzt wird. Das heißt, das, was wir zum Teil auf der Balkanroute jetzt als Symbolik gesehen haben, gestern den Schützenpanzer, ja, Mazedonien, der wird nicht eingesetzt jetzt gegen Flüchtlinge, manchmal wird geschossen, wie vor kurzem in Bulgarien, wo ein afghanischer Junge per Zufall erschossen wurde. Aber dann gehen wir in den nächsten Schritt. Dann sind wir wirklich knapp unterhalb der AfD-Forderung nach einem Schießbefehl. Das ist das Szenario. Da sind wir weit über das individuelle, die Frage von individuellem Asylrecht, sondern da geht es wirklich ums Recht auf Leben. Für wen ist es garantiert drinnen oder draußen? Momentan haben wir immer noch eine Situation, wenn wir vor 5 Monaten diskutiert hätten, hätten wir gesagt, hey, Flüchtlinge kommen, wir haben es immer gesagt, jetzt muss man es organisieren. Ja, sie kommen. Das Grenzregime funktioniert so nicht, Leute. Ihr Festungsbauer, vergesst eure Kontrollwut,
jetzt müssen wir was anderes organisieren. Heute lassen wir uns halt auch im Zuge dieser deutschen Dauerbeschusses, und drumherum ist ja auch nur, tobt ja auch sozusagen der populistische Wahnsinn, lassen wir uns halt auch völlig da nach hinten drängen. Also, im letzten Jahr sind auch großartige Sachen passiert, aber da kann man kaum noch dran denken. Es sind Menschen angekommen. Drei Generationen auf einmal, schlimm genug, dass sie fliehen mussten, aber drei Generationen auf einmal gehen den Weg und steigen aus dem Zug und da stehen Leute und sagen, willkommen. Ja, auch eine schöne Sache gewesen. Wir müssen beides bedenken. Es geht ums Ganze, alles ist möglich, aber wir dürfen nicht vergessen, auch um unsere eigene Integrität willen, dass das andere Europa auch noch existiert. Das sind wir und es sind ganz viele andere Leute, die sagen, Leute, mit Todeszonen, mit Friedhöfen, da will ich nicht, das ist. Also wir müssen beide Schritte gehen. Ja, erschreckende sozusagen Situation, aber sozusagen auch vielleicht nicht hoffnungslos. Ja, am ganzen Anfang hat man gesagt, angesichts all dieser Verhandlungen zwischen EU und Türkei vergessen wir so ein bisschen den Libanon. Nicht, dass wir das hier auch wieder tun. Daher, ehe wir jetzt gleich die Diskussion noch öffnen für das Forum, da wird auch noch ein paar Fragen gestellt werden können. Nochmal eine Frage an dich, Wilhelm. Du hast sozusagen ein bisschen die Situation geschildert, wie sie dort zurzeit aussieht. Und wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, über die Rolle Europas und der EU in Bezug auf die Türkei. Was wäre sozusagen vielleicht eine sinnvolle oder ist überhaupt die Rolle von der EU Europas für den Libanon? Es hat ja sozusagen eine Weile, wie es jetzt immer mit der Türkei ging, da auch ein bisschen einzugeben, also sozusagen so eine Politik wie das humanitäre Aufnahmeprogramm, humanitäre Hilfe. Waren das sinnvolle Programme? Sollte es so weitergehen oder was wäre hier wünschenswert? Boah, das ist eine gute Frage. Sollte es so weitergehen? Wohl, oder das ist ja die Vorrednerin hatte ja netterweise gesagt, dass sozusagen die humanitäre Hilfe, das ist okay, kritisch wird es erst ab der Entwicklungshilfe, daher bin ich ja fein raus. So. Man muss ja ganz klar sagen, dieses Humanitarian Admission Program, was mal geplant war für 30.000 von 2013, Deutschland wollte 10.000 nehmen, das ist natürlich alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist nicht mal mehr symbolisch. Wir haben Orte im Libanon, da leben 25.000 Libanesen, da leben 75.000 Syrer mittlerweile. Also das ist so, und wenn man dann davon redet, dass man 30.000 oder 10.000 aufnimmt, damit kann man im Libanon keinen mehr beeindrucken. Alles das, was bisher sozusagen groß angekündigt ist, wurde im Libanon nie umgesetzt. Und vielleicht ist das einer dieser Punkte. Also immer die Frage jetzt auch nach London, wie viel Geld wird in Wirklichkeit zur Verfügung gestellt, ähnliches. Da muss man ja erstmal sagen, dass man mal schauen müsste, was passiert denn, wenn diese ganzen Versprechen und Verpflichtungen überhaupt eingehalten werden. Das ist sozusagen der Punkt. Also diese neue Geberbereitschaft oder ähnliches, was jetzt alles schon vorher gesagt worden ist, davon ist so wirklich nie was angekommen. Aber im Libanon, wie gesagt, haben wir auch innenpolitische Probleme, wo man halt da auch nicht weiterkommt. Selbst Gelder, die zur Verfügung gestellt worden sind, wurden nicht freigegeben im Libanon, weil sich die libanesische Regierung auf die Verwendung nicht einigen konnte. Also da nochmal sozusagen der Punkt, es ist jetzt nicht so einfach und ich glaube, das ist sozusagen der Punkt. Vielleicht ist das Gute, dass der Libanon nicht so gut organisiert ist wie die Türkei, wenn ich mir das hier anhöre, schafft halt Platz, macht aber diese Lösung nicht umso einfacher. Wenn ich noch einen Schritt zurück darf, würde ich ganz gerne nochmal zu dem Punkt kommen, was hier gesagt worden ist, die Absicherung der Grenzen nach Europa. Ich finde, das ist so ein bisschen schon eine europäische Sichtweise, weil das, was die Menschen, die aus Syrien flüchten, ich kann nur für Syrer, da habe ich ein bisschen Erfahrung, wie es ist, aus Syrien zu flüchten, sprechen, was sie dort erleben, ist eine ganz andere Eskalation der Flucht als das, was man in Europa erlebt. Und deswegen sind die Menschen auch noch wesentlich mehr bereit zu gehen. Also mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Menschen, die wir begleiten, so viel wir wissen können, der Weg von Damaskus bis auf die türkische Seite, das ist sozusagen der schwierige und im Vergleich zum Boot übers Meer ist es wirklich der harte Teil. Und deswegen glaube ich sozusagen, selbst wenn in der Abschattung noch weiter daran gearbeitet wird, dass die Menschen nicht zu uns kommen, glaube ich nicht, dass es automatisch heißt, dass die Flüchtlinge nicht bereit sind, mehr einzugehen. Gut, wunderbar. Dann öffnen wir jetzt sozusagen die Diskussion für das Forum und für weitere Fragen. Wir haben jetzt leider nicht mehr allzu viel Zeit. Es ist ja auch ein komplexes und großes Thema.
Ja, wenn Sie eine Frage haben, dann melden Sie sich bitte und stellen sich kurz vor und sagen Sie vielleicht dazu, an wen sich die Frage richtet. Ich stehe mal auf, ich bin zu klein sonst. Johanna Günther, ich arbeite an einer Doktorarbeit unter anderem an der Universität Erlangen-Nürnberg zum Thema Menschenrechte und EU-Asyl. Meine Frage geht eigentlich so ein bisschen an alle. Und zwar möchte ich gerne wissen, ob Sie aus Ihrer Sicht denken, dass die sogenannten Schlüsselentscheidungen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, die es doch in den letzten 5 Jahren so einige gab, angesichts der Entwicklungen, die Sie geschildert haben, nur noch Symbolcharakter haben oder ob Sie glauben, dass da tatsächlich politische Prozesse infolgedessen in Gang kommen. Danke. Ich würde vorschlagen, dass wir sammeln, wenn das schnell geht oder wenn das lange dauert, dann antworten wir in der Zwischenzeit. Hier vorne war noch eine Frage. Gut, während das Mikrofon dahin geht, vielleicht eine Antwort kurz, wer möchte jemand da? Sie beziehen sich wahrscheinlich auf die Hirsi-Entscheidung zu Pushbacks, Italien-Lübeln und auf die Dublin-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Ja, okay, also Dublin und Pushback. Klar, für uns sind die Sternstunden der Menschenrechte gewesen, in den letzten Jahren für uns alle. Und von daher halten wir es hoch und sagen auch der NATO ja, und der deutschen Ägide, ihr müsst euch an internationales Recht halten. Deutschland ist gebunden an die Europäische Menschenrechtskonvention, die Pushback-Entscheidung, an die Verurteilung Italiens, Zusammenhang mit der Pushback-Politik Richtung Libyen aus dem Jahr 2009. Die ist natürlich auch wichtig in der Ägäis. Ja? Das gilt für Frontex, das gilt für NATO, das gilt für die Typen, für alle. Ja? Und den zweiten Punkt, wir haben es nicht so vertieft, gedacht, die Tarakel-Entscheidung, alles Mögliche, Hotspot, die Relocation-Geschichte, mit Dublin, ohne Dublin, Dublin ergänzen, Dublin 4 und so. Was ist die Zukunft des Asylzuständigkeitssystems? Auch diese ist ja heute für uns immer noch die Grundlage um Überstellungen. Die Kommission plant, kündigt, droht Rücküberstellungen wieder nach Griechenland an und so weiter. Also völlig gefährlich und hanebüchen Entwicklung und selbstverständlich spielen diese Grundsatzurteile eine große Rolle für die weitere Ausrichtung unserer Arbeit. Es ist das, was wir sozusagen in der Hand haben, wo uns Europa, die EU und mittlerweile die Kommission immer weniger gibt. Gut, vielen Dank. Wir haben ja vorne 2 Fragen, nehmen wir die erstmal und dann da hinten danach. Ja. Ja. Fange ich an? Ja. Ja. Hannes Stegemann, Caritas International. Was mich umtreibt, ist ja, die Frage, die heute früh auch gestellt wurde, was können wir machen, damit es nicht so katastrophal endet, wie sie es momentan darstellt. Wir sind uns ja hier im Saal, auch fast alle Zuhörer, ja relativ immer einig. Wir sagen, das geht so nicht. Die Menschenrechte gehen weiter im Bach runter und, und. Das geht der anderen Seite ja irgendwo völlig am Interesse vorbei. Die sagen, nein, wir müssen das tun, wir stehen unter extremem Druck und das muss gemanagt, reguliert und so weiter werden. Und wenn ich unsere Politiker anhöre, dann höre ich da selten eine Reflexion, wie kommt denn das bei den anderen an? Die scheinen völlig unwichtig zu sein. Und ich glaube, da könnten wir und auch die Wissenschaft vielleicht ein bisschen Aufklärung und ein bisschen Training für unsere Politik machen und sagen, Leute, das knallt euch in 5 oder 10 Jahren ins Gesicht. Es geht also jetzt gar nicht darum, jetzt nur um uns Humanitären einen Gefallen zu tun, da noch ein bisschen mehr auf Menschenrechte zu achten. Es geht auch ganz klar darum, dass wir für Europa und auch für die einzelnen exponierten europäischen Mitgliedsländer ein verheerendes internationales Image schaffen und gesellschaftliche Entwicklungen auf dem Globus auslösen, worüber sich unsere Politik bisher eben überhaupt noch keine Gedanken gemacht hat. Das ist die Frage an euch alle. Direkt dahinter gleich noch. Ja, vielen Dank, Peter Schumann, ich habe mich heute früher schon mal gemeldet. Mich erinnert die Diskussion, die eben hier so stattgefunden hat, an Auseinandersetzungen, die
regelmäßig geführt haben im Rahmen der UN mit der internationalen humanitären Hilfe, wo eigentlich immer wieder in sehr dramatischen und klaren Bildern dargestellt wird, es führt irgendwo immer in die Katastrophe und deswegen muss die Hilfe dann irgendwie noch besser organisiert werden. Wobei die Option einer politischen Lösung der Krise immer weiter in die Ferne rückt. Meine Frage an die Panelisten, sind Sie alle so fest davon überzeugt, dass es tatsächlich keine, auch wenn noch so komplizierte Lösung des Problems gibt? Das sind zwei recht ähnliche Fragen, die ihr vielleicht beantworten könnt. In der Zwischenzeit hatten wir noch drei Meldungen für danach. Einmal dort ganz hinten, dann hier in der Mitte und dann da ganz links. Dann fangen wir vielleicht da hinten an, aber wir machen das erstmal eine Beantwortungsrunde. Wer möchte darauf antworten, was tun? Also zu, ja, was tun? Also klar, also Wissenschaft klärt natürlich auf und so. Und ich meine, aber es ist ja nicht so, dass wir es nicht tun würden. Ich meine, da hört doch keiner zu. Also, ich meine, wir haben jetzt seit Anfang der Syrien-Krise in jedem Papier, was wir veröffentlicht haben, steht drin, passt auf, was in den Erstaufnahmeländern passiert. Die Mittel reichen nicht aus, die Flüchtlinge sind nicht versorgt, ihr müsst da investieren, sonst gibt es Sekundärwanderung. Und was passiert jedes Jahr im Dezember mit Erschrecken festgestellt, sind nur 40% der Appeals zusammengekommen. Da muss man sich nicht wundern. Die Frage, ich stelle mir immer die Frage, wir sind in einer relativ privilegierten Position als Politikberater, jetzt hören Sie vielleicht noch eher zu als den Kirchen oder was weiß ich nicht. Flüchtling selbst. Aber ich frage mich schon, warum ist da so wenig Resonanz? Und ich glaube einfach, dass bei vielen Entscheidern einfach dieses Motto irgendwie so vor Augen steht, ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Die sind wirklich in der Meinung, man kann für globale Probleme nationale Lösungen finden. Genau. Das ist, und sagen, wenn man dann, und das der einzige Angriffspunkt oder der einzige Überzeugungspunkt, der mir irgendwie immer aufhaltet, ist, auf Risiken hinzuweisen. Dieses einseitigen, dieses sehr kurzgreifenden Verhaltens, also Risiken in Bezug auf Drittstaaten. Das Risiko in Bezug auf Griechenland. Was passiert denn in Griechenland? In Griechenland, was mit der bisherigen Flüchtlingsaufnahme schon komplett überfordert war. Was passiert denn, wenn da jetzt 300, 500, 1000, 1 Million weitere Flüchtlinge in Griechenland schon? Was passiert mit dem Land? Wollen wir ein destabilisiertes Griechenland als EU-Mitglied und als darf man ja gar nicht, mag man sich ja gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, eben über Risiken, nicht durch Appelle an irgendwie an. Klar, muss man das auch machen, weil wir haben ja diese Verträge normal, das ist ja nun mal unser Rechtsgut. Aber durch Hinweise, auf die Risiken, die mit nationalen Alleingängen und mit einer isolierten, Globalisierung nicht wahrnehmenden Betrachtungsweise verbunden sind und Handlungen verbunden sind. Das muss man sehen. Und das bezieht sich ganz konkret dann, der eine Satz nur, eben schon darauf, inwieweit denn Flüchtlingspolitik, Migrationspolitik und Entwicklungspolitik zum Beispiel zusammengedacht wird. Das ist alles viel zu, ist einfach dilettantisch, würde ich sagen, bis jetzt. Und das muss einsickern. Und die Bereitschaft dazu, glaube ich, kriegt man nur, wenn man auf Risiken hinweist. Das ist unerfreulich und macht mir auch keinen Spaß, aber ich glaube, wenn man wirklich Aufmerksamkeit haben will, dann geht es nur darüber. Vielleicht würde ich dazu kurz was ergänzen wollen aus meiner eigenen Forschung. Sozusagen ist ein Ergebnis durchaus gewesen, dass selbst internationale Flüchtlingspolitik zum großen Teil Innenpolitik ist. Also sich sehr stark darauf eben doch davon ausgeht, was auch an Stimmung aus der Bevölkerung kommt. Sie ist gerade sozusagen vielleicht nicht so, wird nicht so sehr auf Kirchen gehört. Die Resettlement-Politik war eigentlich sozusagen im großen ganzen Resultat durch den Druck durch die Kirchen in Deutschland. Also ich glaube, dass sozusagen die Zivilgesellschaft eben doch einen sehr starken Einfluss darauf haben kann, dass sozusagen eben auch die Stimmung des letzten Sommers eine ganz andere Politik ermöglicht hat, als wir die jetzt heute sehen angesichts der Stimmung in der Bevölkerung. Das Problem ist natürlich sozusagen, dass es nicht nur eine deutsche Frage ist, sondern eine europäische Frage, letztlich sozusagen eine Frage der europäischen Zivilgesellschaft und das sieht momentan nicht besonders gut aus. Ja, und jetzt... Ja, gut, darüber müssten wir dann vielleicht mal anders mal auch das diskutieren. Gut, jetzt nochmal drei Fragen zum Abschluss, David, und dann 1, 2, 3. Ja,
Ja, David Kipp, auch von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe zwei kurze Fragen. Einmal an Oktay. Die Frage zu den jetzt schon bestehenden Lagern an der türkischen, syrischen Grenze. Wie ist die Situation da? Sind wir nur kurz drauf eingegangen, aber da, das könnte ja durchaus sein, dass sich die Lage da noch verschärft, wenn die Grenze weiter verschlossen bleibt. Gibt es da Überlegungen in der Türkei von denen du weißt, von denen du Bescheid weißt? Und die andere Frage an Karl, die Frage der Seenotrettung und Schlepperbekämpfung ist ja, wird ja jetzt immer zusammen gemacht im zentralen Mittelmeer. Haben wir ja eigentlich gesehen, dass das Militär das eigentlich potenziell, wenn es sich denn auf Seenotrettung konzentriert, besser kann als Frontex möglicherweise sogar. Was erwartest du, was aus dieser NATO-Mission wird? Wunderbar, dann hat mir noch Frage in der Mitte. Ja, hallo, Wiebke Judith von Amnesty International. Ich habe auch eine Frage an Herrn Doğukan. Und zwar würde mich nochmal interessieren, wie Sie aktuell die innenpolitische Lage in der Türkei einschätzen. Weil ich finde, erstmal hat man immer ein bisschen das Gefühl, diese ganze Flüchtlingslage, davon profitiert Erdogan auch. Weil ja in der EU jetzt immer weniger überhaupt noch kritische Stimmen hörbar werden zur aktuellen Situation in der Türkei. Aber ich frage mich halt, ob er nicht auch innenpolitisch unter Druck gerät. Sie haben es ja auch schon ein bisschen angerissen, von wegen, man kann nicht erwarten, gleichzeitig Grenzwächter und auch ein hoher Flüchtlingsschutz. Also was kann oder muss man erwarten, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Und könnte es sein, dass es Rechte, die es jetzt auf dem Papier gibt, die ja teilweise in der Praxis noch nicht mehr ganz umgesetzt werden, ob die dann vielleicht auch wieder beschnitten werden? Eine letzte Frage. Ja, Johannes Brandt steht ja vom Diakonie-Bundesverband hier im Hause, dort für Migrationspolitik auch zuständig. Ich möchte nochmal an diesen Punkt mit der Entwicklungspolitik anknüpfen. Steffen Langenden, der hat das gerade vorhin auch noch schon einmal so ein bisschen gestreift. Also wir haben was gehört da über Türkei, wie die Türkei Flüchtlinge aufnimmt, wie Libanon Flüchtlinge aufnimmt und noch nicht zum Beispiel auch Jordanien. In Jordanien gibt es ja auch eine Menge von Palästinensern, die dort schon seit Jahrzehnten leben und denen es das scheinbar auch etwas besser, glaube ich, geht als in der eher unsicheren, im unsicheren Libanon. Also sollte man nicht auch irgendwie entwicklungspolitische Ansätze mit Fragestellungen verknüpfen, wie geriert sich eine Regierung ein Land als Einwanderungsland auch? Und sollte man das nicht einfach noch stärker mal zusammendenken? Da ich sehe da durchaus verschiedene Rollen und verschiedene Qualitäten von Regierungshandeln in den südlichen Ländern. Natürlich auch innerhalb Europas, da ist es ganz entsprechend. Ja, vielen Dank. Okay, willst du vielleicht beginnen, einmal die Grenze zu Syrien, die Situation, und dann die innenpolitische Situation? David, to make sure I understand your question correctly, you're referring to the encampments on the Syrian side of the border. Now, actually, as I observed during my intervention, every single time Turkey allowed a larger group to cross the border, that came after weeks and months of lingering and reluctance, and always in each case, a positive step, the decision to admit was taken as a result of internal political pressure as opposed to any appeals from the outside. Any appeals from the outside tend to have the opposite effect, if any. Some of you may have heard, read about the statements from the Deputy Prime Minister in response to the appeals regarding the admission of the group that has escaped Aleppo. They are very clear, they publicly state that, you know, it's not Europe's place to teach us how to protect refugees. I mean, it's really this type of language that is in circulation. So it's not really a balanced political conversation in that regard. Turkey, at least since the summer of 2012, so around the time Turkey has decided to introduce controls in admission, as they've called them, they've also begun to channel humanitarian aid to the Syrian side of the border. And a Turkish Islamic charity has been functional in that regard, operating as the Turkish government's implementing arm in that regard.
So that's how, in a sense, they legitimize the act of refusing access to safety to fellow Muslims. Now, making connection to the second question, internal politics. Turkey's refugee policy in relation to Syrians has always been, from the onset, an extension of Turkey's Syria policy. We all know that Turkey has very quickly become a party to the conflict in Syria and has been fighting a proxy war inside Syria. And I think that is really the explanation for Turkey's very uncharacteristic approach to the Syrian refugee influx. Kurds from Iraq after the first war in Iraq, Kurds from Iraq after the second world war in Iraq. It was a similar type of situation where refugees arrived. Turkey stopped those people at the border, never allowed mass refugee influx to come into the country and disperse the way Turkey allowed the Syrians to disperse. In relation to the linkages to the EU-Turkey dynamic, I think the impact of the Merkel visits ahead of the elections, I think that, in my impression, are being overplayed in perspective from Europe. Turkey is not a kind of country with a political balance that is fragile to the extent to which a strongman like Erdogan is really reliant, dependent on that type of, you know, good-natured feedback from Europe. I think Erdogan is playing a different kind of game there. In relation to how the Turkish political divide has positioned itself in regards to the refugee issue, we have a government in place which is able to mobilize 50% of the national vote in elections that are superficial democratic. The electoral base of Erdogan, they are supportive of the government's refugee policy. Whereas the main opposition party, the so-called Social Democratic Party, which is really a second nationalistic party, has been articulating anti-refugee positions. But that again is a function of their opposition to the government's Syria policy. So, how fragile is the current balance of things? I'll tell you one thing. As far as the lay public, as far as the public opinion at large, I don't think my countrymen and women, fellow citizens in Turkey, have caught up with the fact that we have become a country of immigration. I think the vast majority of people in Turkey still expect some sort of resolution to the conflict in Syria. Nobody expects refugees to stay in Turkey long term. That's why nobody's alarmed. And that's why the asylum migration issue does not even make the top five when the country goes into elections. Ja, Entschuldigung, ich halte mich jetzt wirklich kurz, aber die Frage, ich würde gerne auf beide Fragen kurz antworten, und zwar die Frage an der türkisch-syrischen Grenze und der innenpolitischen Lage. Und da möchte ich ja nochmal auf die Frage zurückkommen von gerade eben sozusagen, was kann man denn machen? Also es wurden Chancen verpasst und da gibt es diesen Ort, mal sehr symbolischer Ort, Kobane, ein Arab heißt ja auch auf Arabisch, wo systematisch verhindert worden ist, dass dort wieder Aufbauhilfe geleistet werden kann. Und das wäre ein Ort gewesen, wo man hätte vielleicht im Vergleich zu Rest Syrien Sachen machen können und die Menschen wirklich dabei unterstützen können zu bleiben, weil die Menschen wollten in Kobane bleiben. Und ich war selber jetzt mehrmals da und man muss ehrlich sagen, so wie es momentan ist, kann man in Kobane nicht bleiben. Aber das war einer dieser Sachen, die Grenzen werden blockiert, humanitäre Hilfe wird nicht durchgelassen, Baumaterial wird nicht durchgelassen, das hätte man machen können. Innenpolitisch zur Türkei muss man ja gerade sagen, dass wir eine Situation haben, dass in den türkisch-kurdischen Gebieten wir gerade 100.000 Menschen haben, die aufgrund von Kämpfen mit der türkischen Armee vertrieben werden. Und das ist sozusagen, hat ja mit Syrien erstmal nichts zu tun, aber für uns stellt sich das jetzt so dar,
dass wenn wir sozusagen in Syrien helfen wollten, wir erstmal durch Gebiete fahren und ignorieren müssten, dass dort 100.000 Menschen auf Hilfe angewiesen sind. Und das ist sozusagen etwas, was man ja nicht kann. Und das muss ja auch nochmal gesagt werden, wenn man über Innenpolitik redet. Dazu kommt noch, dass wir mit den Organisationen, mit denen wir das machen würden, diese mittlerweile schon zumindest für Tage verhaftet werden. Also das ist ja auch türkische Innenpolitik. Und das wollte ich nochmal kurz ergänzen erwähnen. Ja, super, das war auch sehr wichtig. Na toll. Okay, Kabu. Ägäis, David, wegen der Ägäis. Okay, ganz kurz, es war 2013, 2014 war die Ägäis von griechischer Seite eine einzige Pushback-Operation. Es wurden tausende Flüchtlinge, Boote zurückgedrängt, geprügelt. Es war fast eine menschenrechtsfreie Zone. Oder es war eine menschenrechtsfreie Zone. Und es hat sich verändert, vielleicht die größte Errungenschaft der neuen Regierung, nicht mehr ganz neue Regierung oder der Tsipras, dass man diese Politik weitgehend beendet hat. Weitgehend. Deshalb sind unter anderem auch mehr Menschen unversehrt angekommen und zeitgleich sterben jetzt sehr viele, so viele wie noch nie in der Ägäis. Ja? Mehrere hundert, fast über 400 jetzt in dem Jahr. Und in dieser Situation, wenn also das Szenario eintritt, Balkanroute dicht, in Griechenland gibt es Menschen, die praktisch in prekären Lagern sind, dann haben wir einmal eine Situation, dass dieses Land wirklich instabiler wird. Das heißt, es könnte auch eine andere, also die Regierung ist nicht in Stein gemeißelt. Ein Koalitionspartner ist Kamenos, ein Rechtspopulist. Der ist auch Verteidigungsminister. Der ist momentan derjenige, der die Hotspots außer Kurs realisiert. Das Militär. Wir haben also bevor ich zur NATO komme, wir haben eine starke militärische Note fast überall. In der humanitären Hilfe, in der Flüchtlingshilfe. Das ist nicht ohne. Das ist gefährlich. Und jetzt findet also in der Ägäis könnte also ist das griechische Militär involviert, immer in schwieriger Gemengelage mit dem türkischen Militär, werden, das war der Coup, vereint, der Merkel-Coup und ein Dach NATO. Und es gibt einen riesigen Streit. Die Türkei sagt, ihr könnt ihr nicht alle zurückschicken. Die Deutschen hatten interpretiert, dann kann man alle wieder zurückschicken in die Türkei, von der Leyen. Die Türkei sagt, die Boote müssen unbewaffnet sein. Was ja nicht abwegig ist, man muss ja nicht auf Flüchtlingsboote schießen. So, also wir haben so eine Konstellation, wir haben ein ganz unklares Mandat. Ich kenne überhaupt kein ausgewiesenes Mandat. Wir wissen nur, was Völkerrecht, was die Leitlinien des Völkerrechts, die Sternstunde der Menschenrechte so hergeben. Und in diesem Kontext findet dieser Einsatz statt. Aber es ist ein Problem, also die NATO darf keine Pushbacks machen. Wir wissen es nicht. Es ist eine große Gefahr, auch auf griechischer Seite, wenn jetzt Kamenos stärker, also das Militär, was vorher immer neutral war, in der Ägäis zumindest, wenn das jetzt drin ist. Und wir haben ein Riesenproblem. Zu deiner Frage, Militär ist besser bei der Seenotrettung als Frontex. Ja, Frontex hat überhaupt keine Kompetenz bei der Seenotrettung. Das haben wir immer gesagt, wir wollten einen eigenen, wollten es weiterhin zivilen, Seenotrettungsdienst, das macht einfach Sinn, um die Mandate nicht zu verwischen. Ich rette dich und zeitgleich schaffe ich die gerettete Person irgendwo hin, wo ihr Leben anderweitig gefährdet ist. Das ist das Problem. Und von daher sind wir in einer völlig unklaren Situation. Aber man muss sehen, wenn man Griechenland weiterhin destabilisiert und basht, dass auch da einiges kippen kann. Und das, was die Regierung hochgehalten hat, war die Seenotrettung, da kann man auch Kritik üben, und dass man keine Pushbacks macht. Der Rest war relativ finster, auch in Griechenland. Das war humanitär, dass immer noch die Zivilgesellschaft ein Jahr danach die Wolldecken und das Essen organisieren mussten, überall das Überleben sichern, das ist kein Ausdruck von europäischer Solidarität, ist aber auch kein Ausdruck von größerer Kompetenz und Willenskraft von Seiten der griechischen Regierung. In between. Das ist eine hochkomplizierte Gemengelage in der Ägäis mit dieser Militarisierung.
jetzt noch kurz sozusagen nochmal vielleicht einen Ausblick und Möglichkeiten, Steffen sozusagen die Antwort auf letzte Frage. Zur EZ? Ja. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten für die EZ, sozusagen migrations- und fluchtbezogen zu arbeiten. Und ich glaube, wir haben, es gibt zig Instrumente, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, die man gut einsetzen könnte, um Migrations- und Asylpolitik zu begleiten. Ich finde eben auch, dass das kam heute Morgen, wurde es mal so ein bisschen despektierlich angesprochen, Migrationspolitikberatung in Marokko, ja, wo auch ein GIZ-Projekt versucht, sozusagen ein Asylsystem mit aufzubauen, zu schaffen. Ich finde da eigentlich nichts Verwerfliches dran, sondern eigentlich das ist eine gute Sache, solange es eben nicht einfach nur als billige Ausrede dazu dient, eben hier sozusagen unseren Flüchtlingsschutz auszuhöhlen. Also wenn es sozusagen nur unter dem Punkt Externalisierung gesehen wird, ist es sehr fragwürdig, finde ich, aber dass ein Land wie Marokko das gemerkt hat, dass es selbst zu einem Einwanderungsland wird, sich bemüht, selbst eine Asyl- und Migrationspolitik-Gesetzgebung zu geben und Institutionen aufzubauen und dabei zu unterstützen, finde ich eine äußerst sinnvolle Sache. Okay, so zum Abschluss vielleicht doch noch ein, zwei positive Punkte aus der ganzen Sache. Ansonsten waren wir natürlich mit diesem Panel in einer besonders schwierigen Situation, da wir andererseits bei den anderen Panels mitten in dieser komplexen Situation sind, wo eine Entwicklung auch unheimlich schwer abzusehen ist. Vielleicht sozusagen auch selbst sozusagen ein Wunsch, wie sich sowas entwickeln soll, schwer zu beurteilen ist. Insofern bin ich sehr froh, dass ich das gerade nicht zusammenfassen muss, sondern dass das gleich gemacht wird. Aber ich danke ganz herzlich den Diskutanten und Panelisten hier für wirklich sehr interessante Beiträge und eine sehr interessante Einsicht in die momentane Situation. Danke.